Hallo und herzlich willkommen beim neuen Projekt von uns. Ja, das Projekt wie immer noch Mein Beast. Ich bin bei der 8. Folge und wir haben jemanden neuen dabei, den stelle ich gleich vor. Davor eine ganz kleine Info. Ja, die Monster sind wieder an, wie auch der Hungerschaden und ja. Ich würde sagen, der Neue darf sich kurz vorstellen und ja, dann fangen wir gleich an. Jo, hallo, ich bin BlackRack und relativ jetzt auch neu auf YouTube. Ich mache auch Videos. Und ich kenne auch den Dobe sehr lange. Und ich habe ihn mal gefragt, ob ich mal bei meinem Beast mitmachen kann. Und er hat ja mit Ja zugestimmt. Und ja, jetzt bin ich hier auch auf dem Server. Und ja, gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? Nö, oder? Nicht viel. Aber ich glaube, wir müssen uns erstmal suchen. Ich habe schon hier eine halbe Villa gebaut. Warte mal eben. Ich komme gleich, warte mal. Du bist jetzt am Spawn, gell? Ja, ich bin jetzt am Spawn. Dann lauf mal Richtung Berge. Glaube ich zumindest. Richtung Berge, okay. Und irgendwo also muss da so ein Sand-Villager-Dorf sein, glaube ich. Ich weiß selber nicht mehr, wo lang. Ja, hier ist so ein schwarzer Block. Ey, ich muss das zum Essen machen, wartet mal eben. Weil jetzt ist nämlich die Monster sind an, sprich auch Monsterschaden ist an. Weil es war ja lange ein Bug bei FeeDeBeast, dass es nicht funktioniert. Das geht jetzt wieder und daher müssen wir uns ein bisschen ausrüsten und unser Haus für die erste Nacht wirklich korrekt machen. Und uns erstmal Essen machen, weil das ist ganz wichtig. Lauf mal Richtung Villager-Dorf. Irgendwo ist da so ein, wie soll ich es nennen, so ein Villager-Dorf aus Sand, ja? Weil das ist ein Sandbiom. Du hast doch oben eine Minimap, gell? Ja, wie kann ich die Karte groß machen? Auf, ich glaube, X. Ja, auf X. Okay, Villager-Dorf. Also ich... Da ist so ein Villager, so ein Sandbiom, musst du gucken. Ich lauf mal Richtung... Okay, da hinten ist Schnee. Komisch. Schneebiom, nee. Ja, Schnee waren wir auch, aber das ist nicht da. Ist nicht da. Ich laufe mal dir. Ich sehe dich. Okay. Du bist 120 Blöcke von mir entfernt. Guck doch mal geradeaus. Ich sehe nur solche braunen Flecken. Ja, du musst in die Richtung gucken, wo. Ich sehe dich. Ich laufe gerade dir entgegen. 60 Meter. Ah, da, okay. Kommst du? Ja, ich komme. Alles klar, okay. Ja. Dann gehört das alle. Ich kann dir eine kleine Ausrüstung zum ersten Mal geben, so. Eine erste Mal Ausrüstung. Hust, ja. Okay, dann laufen wir zurück. Alter, hab ich schnell bei der Hunger. Ah, jetzt hab ich meine Axt verloren. Fuck. Fuck, wo liegt die jetzt? Hab ich jetzt gerade. Hä? Egal, scheiß drauf. Kannst du haben, wenn du sie findest. Ah, da ist sie. Nein, jetzt bin ich reingefallen. So, dann mal da entlang so. Oh, da ist Kohle war da. Hier ist ja ein Bergbär. Ich kann nicht mehr sprinten, scheiße. Ja, ich muss auch gleich was fressen, ey. Ja, ich hab selber nichts zum Fressen, Alter. Weil davor war hier ja bei FeeDeBeast ein Bug und da ging nichts. Da konnte man keine Monster anmachen, somit auch keinen Essschaden, weißt du? Mhm. Und da waren die Hungerbalken nicht weniger und jetzt habe ich das wohl vergessen und jetzt ist es an und jetzt. Ja. Was habe ich denn hier drin noch? Oh. Hauptsache hier steht so ein Boot einfach mal auf dem Ja, Baum. Ja, die anderen. Die bauen ihr Puff überall hin. Dein so. Häuschen hier? Ja, mit jemand anders, aber ich habe nichts zu essen. Ich würde sagen, also. Leute, wir bauen ganz kurz den Boden hier fertig und machen alles hier mal schön fertig und dann ein paar Schweineschlachten gehen, weil, ey, jetzt ist Hungerschaden an, sprich auch Monster. Schwert. Ich glaube, ich mache dir erstmal ein Schwert, ne? Spitzhacke wäre gut. Spitzhacke und eine Axt, wenn du kannst. Ja, kann ich, ganz kurz. Also dann würde ich mir schon mal anfangen, hier ein bisschen Holz zu sammeln. Ist okay, wenn ich eine Holzaxt mache? Oder ja, Stein habe ich auch. Okay. Stein habe ich auch, warte. Kann dir eine Steine machen, ganz kurz. Bap, bap, bap. Bap, bap, bap. So. Das ist ja egal, ne, wo ich baue. Ja, jetzt nicht irgendwas Unnötiges bauen, aber. Ach Quatsch, nein, ich meine so jetzt, wo ich bauen werde. Mein Ach so, Haus. Ja, das ist dir überlassen. Also. Okay. Wir sind halt das ist halt ein Gemeinschaftsprojekt. Also du musst halt immer gucken, dass du irgendwo da baust, wo halt auch. Wo du niemanden störst. Ja, okay. Ich weiß schon, wo dann. Dann ist doch gut. So, dann gebe ich dir gerade deine Sachen und es wird schon dunkel. Ich würde sagen, du hast kein Bett, gell? Scheißendreck. Nee, noch nicht. Wo bist denn du? Bin hier und. Okay, ganz kurz hier. Komm mal her. Scheiße, hab ich genug Wolle? Warte mal eben. Da. Bitteschön. Bitteschön. So. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, habe ich genug Wolle, weil da könnte ich ein Bett machen. Marble. Ah, fuck. Ich habe keine Wolle, oder? Oh nee. Timbermod ist nicht drin, ne? Nee. Nein. Timbermod ist allgemein bei FeeDeBeast nicht so. Ja. Kann man zwar einbauen, aber das ist
irgendwo müssen wir es noch ein bisschen wie Minecraft halten. Thema Mod ist schon nicht mehr Minecraft-like. Ja. Also bei Feed the Beast. Weil ich meine, Feed the Beast ist schon Minecraft-unlike, ja. Und dann so ein Timber-Mod noch, das zerstört alles. Fuck. Oh, ist ja schon dunkel hier. Ja, komm rein. Oder komm einfach rein, wenn die Monster dich ficken. Wenn die Monster mich ficken? Ja, ist doch so. Scheiße, Mann, wie soll ich mein Haus weiterbauen? Leute, wenn ihr irgendeine Idee habt für mein Haus, gell, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Einfach auf die Seite domme.hd.de gehen und da in die Kommentare schreiben unter das Video, weil ich brauche hier echt ein paar Anregungen für das Haus. Ja, genau, wir haben noch gar nicht besprochen. Wie finde ich dich in YouTube? Ah, genau. Mein YouTube-Kanal ist youtube.com/user/myblackcrack. Crack. My Black. Also My Black Crack, nicht zusammengeschrieben. Ja, also nochmal, ich sag's nochmal, YouTube/user. Würde auch dieses in der Beschreibung stehen. Ja, das eh, aber ich sag's immer nochmal gerne. Also, YouTube/user/blackcrack, gell? My Black Crack, okay. Bye. Also MJ. Ja, alles klar. My. Ja, mich könnt ihr finden unter dommehd.de unter meiner Domain. Und ja. Jetzt kann ich kurz warten hier. So, mein Holz. Mein Glasholz, genau. So. Ich roll mal hier ein paar Bäume weg, ey. Ja, solange sie wieder hinsetzt, alles ganz gut. Ist es ganz okay. Ja, wir könnten ja das so machen. Wir räumen hier die Bäume weg und machen einfach so eine Baumplantage, weißt du? Wo wir dann die so ganz in einer Reihe dann aufbauen. Also pflanzen werden und dann immer, wenn wir abbauen, immer die neuen Teile. Ja, muss man, das ist eine Regel. Also muss man einfach machen, weil sonst sieht es auch hässlich aus. Weil wenn die einfach so hier rumstehen, die Bäume. So, mein Haus ist so weit. Also ich glaube, ich bin einer der weitesten jetzt gerade im Projekt. Upsala. So, ja, das ist immer ganz... Wem gehört hier die Workbench? Die kannst du mitnehmen. Alles, was einfach nicht in dem Haus steht, kannst du alles mitnehmen. Kannst alles klauen. Alles klar. Weil man sollte die Sachen möglichst nicht einfach irgendwo stehen lassen, sonst kannst du es einfach nicht nehmen. Ist scheißegal. Okay. So, dann machen wir das mal ein Feld, würde ich sagen. Aber hier sind ja überall Höhlen, ne? Die kann man nirgendwo bauen. Ja, die haben die anderen gekramt. Eine wohnt, die Conny wohnt, glaube ich, auch in der Höhle. Boah, Zombie. Boah, wie schnell die sind, Alter, krass. Ja, musst du aufpassen, das sag ich dir. Ja. So. Die haben auch mehr HP, ne? Ja, ich glaube, weiß ich nicht ganz genau. Aber bei Hexit ist es ja, dass man da HP sieht, ne? Ja, ich weiß. Wenn du willst, kannst du auch am Hexit-Projekt von mir mitmachen. Das kannst du auch machen. Wir suchen da eh noch jemanden, wenn du Hexit gerne spielst. Weil ich suche eh noch ein paar, zwei, drei Leute, weißt du? Ja, ich hätte wieder auch mal Bock auf Hexit. Ja, ich auch. Hexit ist richtig geil. Da habe ich ja schon eine Ausgabe draußen. Auch. Ja, das mögen die auch, genau. So, oh, habe ich viele Samen. Oh Gott. Ja, vielleicht überlege ich, weiß jetzt, naja, ich muss mal gucken. Ja, musst weil du gucken, Ich wollte Minecraft, dann könnte ich Minecraft aufhören, weil Minecraft gibt's ja schon zu viele Let's Play, weißt find du? Finde ich auch. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn jemand Minecraft gucken will, ein ganz normales Minecraft Let's Play. Stinkt normal, dann guckt er einfach Kronk. Entschuldigung, ist einfach so, ja, ich kann Werbung machen, aber ich guck selber, ich sag ganz ehrlich, ich guck selber Kronk. Ich bin keiner, wo jetzt irgendwie sagt, Kronk oder so. Ich guck den selber Kronk gerne. Sacharzak guck ich auch. Nee, ich guck nur Kronk. Kronk ist der einzige YouTuber, den ich ganz ehrlich gucke, sag ich ganz ehrlich. So, weil ich finde, Sarazar ist mir wieder eine Nummer, keine Ahnung, der hat den Rumpf von Kronk so abgefärbt. Ja, aber der macht auch gute Videos, ne? Ja, klar. Wenn du jetzt GTA so gucken willst, ist Sarazar, denke ich, besser, aber, also bei, weil bei so Ballerspielen. Angeguckt, ganz durch. Ja, Leute, wir suchen uns hier gerade ein paar Samen zusammen, dass wir uns irgendwas pflanzen können. Und, ein Apfel, geil. So. Mein Gott, ja Leute, der Alex, wann der wieder kommt, gell, und uns unsere Rohstoffe bringt von der Höhle, wäre mir auch gerne mal eine Frage, wieso kann ich den Apfel nicht aufnehmen? Apfel. Erstmal, ich muss jetzt erstmal voll viel weggraben hier von dem... Alter, wieso geht der... Alter, wieso kann ich den Apfel nicht aufnehmen? Was ist das für ein Scheiß? Was denn? Ich kann den Apfel nicht aufnehmen. Na, dann scheiß doch auf den Apfel, Alter. So. Hör, ich sehe gar keine Monster, was geht denn ab? Ich sehe, die greifen mich hier voll an, ey. Oh, mein Haus sieht doch mal, naja, sieht irgendwie komisch aus. Er sieht wie so ein UFO. egal. TNT haben wir auch noch. Geil. So. Dann pflanzen wir die Samen hinten auf unser Feld, Leute. Und ja, mal gucken. Wie viele Folgen bringst du am Tag von Mindbeast raus?
Ein oder zwei oder wie ich viel? Muss ich mal schauen, weil ich habe ja mehrere Projekte, weißt du? Ja, ja, klar, ich auch, deswegen. Und ich muss auch noch arbeiten irgendwo. Na, aber ich guck mal, vielleicht zwei. Mal zwei, schauen. Ja. Wie zwei, gesagt, drei, mit den anderen kannst du auch aufnehmen. Da schicke ich dir nochmal Kontakte und stell dich denen vor. Die nehmen auch gerne mit anderen auf. Und sind eigentlich auch ganz okay. So, ja, Leute. Vor unserem Haus wird immer alles abgefahren, irgendwie. Keine Ahnung wieso. Was meinst du jetzt mit dem Boy? Ja. Ja, ich weiß, auch so davor schon. Ich hab die ja wieder hingepflanzt. Egal. Ja, ich ja, wenn ich mein Haus fertig habe, kann ich ja schon mal ein bisschen so eine kleine Plantage bauen. Ach, du was, Mann, das ist doch. Ja. Kannst du gerne machen, aber ja. Aber erstmal muss ich hier die blöde Erde wegräumen, ja. Ja, ich auch. Ich mache mir gerade hier ein paar Samen und pflanze da ein, so dass ich Brote kannst machen kann. Oh. Was war das für ein Angebot? Ach Gott, ach Gott. So, die reicht, glaube ich, erstmal für den Anfang und. Oh, ich sehe ein paar Skelette von uns. Wir können leider nicht pennen, weil du kein Bett hast, gell? Schade. Nö, aber. Wie es aussieht, wird es ja gleich hell. Oh, Zombies. Ah. Ich habe ein Bronzeschwert, aufpassen, Leute. Ich ficke euch. Ich bumse dich. Alter, wie dumm ist die Spinne, gell? Die läuft auf dem Kaktus rum und stirbt dabei. Ich meine. Dummheit ist echt vererbbar. So. Ja. So, Leute, ich bin am überlegen, ob ich jetzt noch ein zweites Ding drauf baue oder erstmal einen Keller mache. Ich weiß es nicht. Weil ich meine, in den Keller kommen dann eh unsere ganzen Elektrogeräte, so wie unsere Solarsachen und sowas, also die Endmaschinen von der Solaranlage. Und jetzt bin ich halt überlegen, wie wir das am besten machen. Also, wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Ey, da hinten ist wohl das Puffhaus. Das sind einfach nur so ein paar Holzblöcke. Was ist das für ein Haus, Mann? Von Mr. Showtaker. Ich war, hab ich auch gerade gesehen, ey. Der hat wohl Kackbold gebaut. Hat er wenigstens. Ei, der hat doch ein Bett, gell? Hat er ein Bett? Ei, nein, hat er nicht, schade. Nein. Oh, Mann. Ah, doch, warte ganz kurz. Geh mal in Colas Haus. Das ist eine Haus da, das halbfertige. Der hat ein Moment. Bett. Muss hier kurz los. Weil mit dem habe ich ja die ersten vier Folgen aufgenommen, zwei, drei. Und da habe ich hier im Bett gemacht, nämlich. Oh, da ist ein Creeper vor dem Haus. Nein, 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 Domme. Weg vom Creeper. Weil mit Creepern komme ich nicht sehr gut aus, Hust. So, dann gehe ich nämlich schon mal pennen. Wenn du jetzt auch kommst, dann wäre perfekt. Also, wo ist jetzt? Da das Haus da, dieses eine halbfertige, wo kein Dach hat. Ja, ich muss erstmal weglaufen hier vom Creeper. Sag, wenn du pennst. So, Leute. So, ich geh jetzt im Bett. Okay, gut, so. Dann hast du auch gleich einen Spawnpunkt gesetzt, wenn du stirbst. Oh, yes. So, jetzt wieder hell, Leute. Und wir gucken, was wir machen. Wie gesagt, ich bin echt am Überlegen, ob wir die nächste Folge. Ah, eine Spinne. Wo kommt die her, lange, diese Fotze? Creeper beobachtet dich voll. Mich? Ja. Ja, die wollen was von mir. Oh, nee, nicht von meinem. Nein. Geh weg, Hure. Ach, du baust hier dein Haus hin? Jo. Nice, nice. So, renn mal kurz weg vom Creeper. Spinnchen. Ja, ich auch. Ich will da genau Wasser haben, denn ich will einen schönen Strand da reinbauen ins Wasser. Ja, und hab ich vor. Das für, Brot und so ein Kack. Ja, das auch, genau. Ich habe jetzt gerade noch ein Feld, aber das Feld bleibt ja nicht, Leute, hier. Das wird noch weggemacht. Nur, ja. Wie gesagt, ich brauche echt mal ein paar Ideen, was wir machen könnten. Also, wie gesagt, bitte, bitte, bitte in die Kommentare, wie wir das Haus bauen sollen. Ich habe echt keinen Plan. Ich bin so unkreativ. Wartet mal, ich versuche mal was. Nee, ich glaube, ganz in Marvel sieht es auch scheiße aus. Oh, mein no, mein Steine sind so, leer. Wartet mal. So. Frame Rate sinkt gerade. Oh, jetzt geht's. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Jetzt will ich gerade überlegen. Scheiße. Warte mal. So. Ach genau, ja, Marble ist Marmor, gell, also wenn du es, falls du noch nicht weißt. Achso, ist das hier nicht übersetzt auf Deutsch? Du kannst Deutsch einstellen, aber ich hab's immer auf Englisch, weil die ganzen Electric Furnace und so, das kannst du alles nicht auf Deutsch übersetzen und da habe ich es lieber ganz auf Englisch und ja, kannst du aber machen, wie du willst, also. Wie du seins. Ja, ich muss brauch noch etwas. Ich muss erstmal hier mein Haus ein bisschen fertig machen. Ja, ist klar. So, ja, Alter, wie schnell mein Hunger hier bekommt. Schlimm. So,
So Leute, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einer auf Almödi und gehen jetzt ein bisschen Essen sammeln und ja, puh, kein Plan, Mann. Mampf, 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 so. Der hat mir jetzt auch voll was gebracht, dieser scheiß Apfel. Scheiße, Mann, ich brauche Essen. Ich hasse das, wenn ich nur so halbe Herzen habe, also halbes Hungerding habe. Ich werde voll aggressiv. Wir haben nur zwei. Ja, ich werde da voll aggressiv, Alter, glaub mir. Und ich sprinte immer so gerne und da... Oh, das ist der Creeper. Geh weg. Aus. So, Leute, dann holen wir uns erstmal ein bisschen was zum Fressen und, ein Home, Set Home haben wir uns auch nicht gesetzt. Scheiße. Ja, Leute, wie ihr seht, ich mache einfach jetzt mal hier so ein normalen Häuschen. So ein lol, die tanzen da, die Zombies. Lol, was geht mit denen? Alter, die lassen Fleisch da, geil. Tanzen die da? Ja! Die sind alle drei in einer Reihe, gell? Haben die auf einer Stelle waren die gestanden und haben so ihre Beine hochgemacht. Ich höre hier überall Zombies, aber es ist doch ein Tag. Mampf, wer hat mal Zombiefleisch? Scheiß doch drauf. Oh, das ist ein Schaf. Guck mal, das kill ich für dich. Ich kill's dir. Dass du dir Bett bauen kannst. Und wie gesagt, wir spielen eigentlich meistens alle zusammen. Du kannst natürlich auch mit jemandem Krieger oder den klauen, aber ja, was er dann bei dir macht, ist halt ein anderes. Aber der kann dich dann genauso beklauen. Also ist halt immer so ein Katze-Maus-Spiel hier, so ein bisschen. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe einen Dungeon gefunden. Geil. Ich habe so eine Art Dungeon gefunden gerade. Warte mal, da gehe ich mal rein. Wenn ich jetzt sterbe, fick ich euch alle. Oh, was ist das hier? Ey, geil, das sind Kisten. Yes, Kisten? Bitch. Oh, das sind Zombies. Das sind Zombie-Spawner und ein Creeper. Oh nein. Und ich habe keine Fackeln dabei. Fuck you. Kack die Wand an. Warte mal. Dann haben wir Kohle. Läuft bei mir wieder, Alter. Bei mir läuft es irgendwie immer, jede Folge, keine Ahnung wieso. Ja, bei mir läuft auch gerade mit meinem Haus. Ja, ist doch schon mal was. Ich meine, was willst du groß machen, weißt du? Erste Folge bin ich voll rumgelaufen nur. Und du machst schon was Produktives immerhin, ist doch mal. Ist doch mal ein Fortschritt, im Gegensatz zu mir, so. Scheiß Creeper, Alter, Hurensohn. Nehmen wir mal ganz. So, warte mal. So, Fleisch, ey. Erstmal was essen. Wow. Wow, wow. Bastard, Alter. Wow, wow, ich bin fast tot. Fuck, ein Herz. Wow. Wow. Wow, halbes Herz. Abhauen. Wow. Okay, da komme ich nicht so schnell ran, aber die Sachen gebe ich nicht auf. Abziehen, Alter. Könnt ihr meinen Arsch ficken, Alter? Die Sachen gebe ich bestimmt nicht auf. Ja. Und wenn die scheiß Herzen sich nicht regenerieren, bin ich gefickt. Oha, wie lange dauert es? Hätten wir die Monster doch ausgelassen, aber das war ja ein Bug, die ging jetzt automatisch wieder. Ja, das ist eigentlich geil, wenn die Monster an sind. Ja, klar, klar ist es geil. Man braucht die auch zum Minecraft-Spiel, finde ich. Man braucht die einfach. Das ist Pflicht bei Minecraft. Wenn du Minecraft ohne Monster spielst, Alter, was ist das für ein Minecraft? Entschuldigung. Das Projekt war auch etwas langweilig. Also, mir hat es am Anfang nicht so Spaß gemacht, wegen den. Weil wir halt keine Monster hatten. Ja. Nur jetzt ist es scheiße, meine Herzen regenerieren sich nicht. Von dem Monsterfleisch bestimmt. Ey, Mann. Es wird schon wieder dunkel. Nein! Warte, jetzt setze ich mir mal einen Spawn hin. Warte mal. Wegpunkte. Geiles Ding. So. Fertig. So, hier ist das geile Ding und dann laufen wir zurück. Wo bist denn du? Oh, ich bin hier noch beim Haus. Ich muss hier diesen Platz machen. Da ist das geile Ding. Und das Haus ist, glaube ich, da hinten. Ja. Oh, da ist ein Huhn. Oh, Huhn, komm her. Du kannst auch von Hunger sterben, gell? Oder auf jeden Fall fast sterben. Das ist kacke. Ja, aber logisch. Eisengitter, die könnte ich vielleicht mal gebrauchen. Deswegen schmeißen wir einer Ding weg, so. Alter, ich hab ein halbes Herz, Junge. Scheiße. Was ich rumlaufe, voll krank, Mann. Bei mir läuft gerade voll nicht. Nein, Mann, wo bin ich jetzt gerade? Scheiße. Ich war auf die Karte. Wo bist denn du? Oh, fällt mich mal. Ah. Kacke. Komm.
Ey, wo bin ich hier? Ey, ich kann nicht sprinten. Scheißendreck. Zwei Hungerbalken. Hat mir jetzt auch voll was gebracht hier. Ey, siehst du mich irgendwie auf der Karte oder sowas? Warte mal. Ja, auf der Karte sehe ich die nicht. Oh man, ich bin so lahm, Alter. Scheiße. Wären wir doch im Villager Dorf geblieben. Scheiße, da gibt's Essen. Aber da hab nicht dran gedacht, scheiße. Ich glaub. Oh, hier sind Hühner. Die mache ich jetzt mal platt, Alter, diese Huren. Nein. Wenn ich jetzt einmal hinfalle, bin ich tot, Mann. Da musst du aufpassen jetzt halt, ne? Ja, das kann ich nicht. Ich bin Bauer, Alter. Ich schüpfe immer so rum. Samen. Oh, ich verliere jetzt HP, ich muss das essen. Ich hab doch da ein Hühnchen. Hühnchen habe ich da auch noch. Mal schauen, ist das schon fertig? Ah, ich sehe dich. Oh, gut. Ein Schnorchbett bei jemandem essen, ist mir egal, Alter. Wenn die was haben, Alter, glaube ich es mir halt raus, sonst wiederholen. Quip Cola habe ich eh was geliehen, der kann mir was zurückgeben. Alter, ein halbes Herz, das muss mein Haus. Hühnchen, komm her. Und meine Samen wachsen immer noch nicht, oder was? Was für ein fruchtbares Feld. So. Guck mal, hier kannst du ein Bett bauen. Bitteschön, warte mal. Ich war für dich produktiv, hab die Wolle gesammelt. So, Leute. Sehr nett. Bitteschön. Jetzt erstmal mal gleich das Fleisch braten und... Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Boah, das weiß ich gar nicht. Hey, Scheißendreck, Mann. Ich bin eh dafür, dass man die Folgenlänge erhöht. Also ich muss zocken, weißt du, wenn ich zocke, komme ich nicht mehr raus da. Das ist. Ja, ist. Das ist, boah, das ist so schlimm. So. Jetzt habe ich erstmal Hühnchen in den Ofen gemacht. Ja, so gucken. Ey, Mann, ich habe nichts zum Essen. Ich bin so ein armes Schweinchen. Ah doch, ich habe hier 14 mal verrottetes Fleisch. So. Das ist hier, Flaxseed. Also diese Flachsamen da. Diese ganz hellen Samen da, nicht diese grünen, die anderen da. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung, Mann. Ich hab das jetzt mal gepflanzt, gucken, was daraus wird. Ein bisschen Hasch angepflanzt. Ich brauche ein bisschen hier. So. Was wollte ich jetzt machen? Ah, genau, das Dach wollte ich machen, Dach. Ich glaube, das mache ich. Und ich wollte nochmal in dieses Dungeon gehen, da gibt es schon geile Sachen und dann läuft, dann brauche ich nicht mehr in die Höhle zu gehen. Dann habe ich vielleicht auch ein paar Diamanten, das wäre doch richtig nice. Ich kann noch nicht in die Höhle, ich bin noch nicht ausgerüstet. Nee, da musst du erstmal doch Anfang von der Höhle und dann ein paar Rohstoffe farmen. Und dann eine kleine Rüstung machen, Eisenschwert und dann läuft es. Kann ich dir sagen. Ja, das mache ich. Ich mache erstmal hier mein Haus. Nee, es wird dunkel, ich gehe jetzt nicht mehr weg, ey. Ich bin doch dumm. Ich häng doch. Hast du Kohle? Nicht mehr viel, also ich selber nicht mehr viel. Aber ich wollte mir ein paar Fackeln machen, deswegen. Ah, Fackeln kann ich dir geben, wenn du kurz zu mir kommst. Oder geh erst pennen, warte. Warte, ich mach schnell mein Dach fertig. Wenn das überhaupt geht. So, wie lange nehmen wir jetzt auf, Mann? Ich habe keinen Plan. Auch nicht. Ich glaube, wir waren schon mindestens über Minuten, ich weiß jetzt nicht. Ey, egal, oder? Mach einfach weiter. Los, geh pennen. Sonst kommen die Monster. Ich hab keine Tür. Geh in das Kohlehaus. Egal, ich geh einfach schlafen. Ach so, ja. Schaffen wir. Läuft. Läuft, rennt, Digga. Flitz. So. Oh. Komm kurz zu mir, dann gebe ich dir. Moment. Mein Haus nimmt schon langsam Gestalt an. Bitteschön. Dankeschön. So, dann laufen wir jetzt wieder zu diesem Dungeon da oder was das war und holen uns auf jeden Fall die Sachen. Das ist, Leute, das lasse ich auf jeden Fall mir nicht entgehen, sowas, ey. Sowas Geiles, bevor dann Crip Cola oder Mr. Joe Taker da hingeht, wisst ihr, holen wir uns das lieber. Eigentlich wollte ich es mit Alex machen, weil den brauche ich dabei, weil der ist guter PvPler und ich räume immer alles aus. Ja, Leute, die Folge ist wieder in Überlänge. Ich glaube, ich muss mal mit den anderen reden, dass wir die Folgenlänge einfach erhöhen, weil ich weiß nicht,
10 Minuten, wir haben als erstes 10 Minuten gehabt, dann 15, ist jetzt 15, also bis maximal 15. Das ist irgendwie viel zu wenig. Ich weiß, also mir ist es zu wenig, sag ich ganz ehrlich. Ich brauche längere Aufnahmezeit als die, was jetzt gerade vorgeschrieben ist. Ja, 15, 20 Minuten würden also für mich. Nee, halbe Stunde. Also ja, für mich eine halbe Stunde. Weil wenn ich was Richtiges machen will, weißt du, dann muss ich auch überlegen. Wenn wir was Richtiges machen, das ist ja dann schon was anderes, ne? Ja, genau. Und wir wollen ja auch was craften hier und was erreichen. Und ich glaube, das war doch nicht so schlau, dass ich dann gesagt habe, 10 Minuten am Tag, das war dann vielleicht noch eine schlechte Idee, gebe ich zu. Ja, ja, ja. Hatet mich, ihr scheiß Hater. Ich hab auch schon Hater. Kommt halt, ja, du weißt schon von RT. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Einmal linke Pose, Alter, alle Hater, ne? Ja, das ist typisch, Alter, das ist so typisch. Die sind so unnötig, aber... Leute, glaubt mir. Boah, ich bin unten bei den Truhen, geil! Yes, bitch! Jackpot. Wo bist du? Bei den Truhen unten drin. Was? Ja, bei den... Oh, geil, ich habe eine Diskette gefunden. Diskette? Ja, eine Diskette und ein Stahlhändchen kann ich hier mitbringen. Eisen. Was kann ich denn hier lassen? Eine alte Schaufel. Kopper kann ich auch mal mitnehmen. Eine Sattel, geil. Noch hier irgendwas. Mache ich das rein? Das nehme ich, lasse ich hier. Das lasse ich mal hier. So, Pflaster schon hier. Ja, Mann! Eine neue Pickaxe, geil. Echt? Ja, man, läuft richtig geil. Papier. Pff, ja, nehme ich auch mal mit alles. So, Leute, ich bin jetzt wieder voll und wir haben wieder hier richtig aufgeräumt. Und, boah, Leute, jetzt laufen wir zurück und dann ist aber auch gut für heute. Weil, ja, ich will es nicht überziehen. Ich will es echt nicht überziehen. Ich übertreibe es eh jeden Tag schon mit meinen Folgen, merke ich irgendwie. Und, ich brauche einfach meine Zeit, sonst, ich schaffe das einfach nicht. Und wenn sie mich halt anmeckern... Oder was ist das hier? Was? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine Höhle, weil hier stehen Truhen. Ich bin jetzt unter Erde, so. Ja, klar. Ah, nee, das gehört jemandem. Ach so, okay. Da wohnt jemand. Da wohnt die Conny, glaube ich. Ups, und ich habe hier schon voll abgebaut, ey, Stein. Oh, würde ich wieder hinmachen, sonst hast du wieder Stress, sage ich dir. Nee, ich hab die ja schon an meinem Haus gebaut. Ich wusste das, ich dachte, das ist einfach so. Da war halt neue hin oder sowas, weiß ich. Oh Gott. Warte, ich mach das mit Erde zu. Die arme Conny, die ist genauso neu angefangen wie du. Das arme Schweinchen. Ja, ich mach das einfach mit Erde so zu, dann ist kein Loch drin. Also ich hab da nicht direkt unten gebaut, wo die Treppen sind da. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, dann laufen wir zurück und ja. Mal schauen, ich habe jetzt wirklich richtig geil abgeräumt. Also, du musst gleich mal meine Pickaxe angucken, ich komm mal kurz zu dir. Die ist lila, die ist richtig geil. Wie schnell baut denn die ab? Wir gucken gleich mal. Weil ich glaube, das... Guck die mal an, die geile Ho. Lol. Gucken wir mal. Gehen wir mal Stein, ich will kurz irgendwo Stein. Darf ich mal in dein Haus einen Stein abbauen? Du kannst kurz machen. Oder ich gehe da runter kurz, warte mal. Ich mach mal hier so einen Stein weg. Oh, falsches Ding, warte. Hier. Alter, wie schnell. Läuft, Mann. Läuft, so. Das verstauen wir jetzt alles schnell in den Kisten hier. Was ist das für ein Haus hier, Alter? Das ist voll klein, ey. Ja, gell, wie so ein Scheißhaufen, hab ich auch schon gedacht. So. So, dann haben wir wieder schön aufgeräumt hier, der Onkel Dominik. Und, oh, Saphira habe ich hier noch. Ein Sattel, Amber kann ich auch wegmachen. Wegmachen. Hm, ja, kann ich wegmachen. Papier brauche ich gerade nicht. Brauchst du einen Helm? Da, warte ein Helm? Mal. Warte mal ganz kurz. Ich nehme alles, was kostenlos ist. So. Nein, ich gehe jetzt mal hier voll hüben. Ja, den kannst du haben, komm her. Ja, ja, warte, ich bin jetzt gerade weg. Leg ihn einfach in meine Kiste da. Ja, Haus. Alles klar, leg ich ihn in deine Kiste und dann kriegt er auch einen Helm von uns, Leute, weil wir auch so spendabel sind und ja, kein Plan. Oh, hast schon richtig hier schön gefahren, muss ich sagen. Also, so aufgeräumt ein bisschen. Ja. Läuft doch. Ich meine, für die erste Folge kannst du nichts sagen, echt. Also, wenn ich überlege, ich bin die letzten drei Folgen erstmal rumgelaufen, ja, bis ich irgendwas gefunden habe. Also, kann ich nichts sagen. So, Leute, bei uns läuft, wie schon gesagt, Kommentare unter www.dommehd.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, würd mich einen Daumen hoch sehr freuen. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, du hast das letzte Wort. Ja. Boah, ich hatte jetzt gerade voll einen Blacklaut, ey. Keine Ahnung. Ich hoffe, zu meinen Zuschauern auch, ne, und zu Dommel. Ich hoffe, dass euch gefallen hat, dass ich auch jetzt dabei bin. Wie findet ihr mich? Schreibt es mal unter die Kommentare bei Dome oder bei mir. Jo, genau. Und
Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, und ich würde sagen, wir beide sind jeweils bei dem anderen in die Videobeschreibung verlinkt, dass ihr auch den anderen Part gucken könnt. Und ich sag tschüss und ja, ich würde sagen, nächstes Mal am Haus weiterbauen. Tschüss!